Hallo und willkommen zu einem weiteren Screencast von mir, diesmal zum Thema Pattern Matching und im Prinzip Teile und Herrsche. In diesem Screencast wird der Algorithmus Merge Sort erklärt. Daran werde ich zeigen, wie man Pattern Matching gewinnbringend einsetzen kann und ich erkläre eine neue Vorgehensweise. Pattern Matching mit Match bedeutet, ein Wert wird so zerlegt, wie er hätte entstehen können. Dazu werden Patterns benutzt. Ein Pattern ist ein Term, der Variablen enthalten darf und Konstruktoren. Konstruktoren sind spezielle Funktionen, die nichts berechnen, sondern nur ihre Argumente speichern. Die bisher bekannten Konstruktoren sind die Paarbildung, die leere Liste und der Listenkonstruktor, den ich manchmal einfach nur Cons nenne. In OCaml müssen alle Konstruktoren immer alle Argumente angegeben bekommen, im Gegensatz zu normalen Funktionen. Also die Addition kann man mit nur einem Argument aufrufen. Das Ergebnis ist dann wieder eine Funktion, die das zweite Argument erwartet. Das geht mit Cons nicht. Da müsste man dann explizit hinschreiben, X's wird abgebildet auf 1 cons X's. Das ist eine Spezialität von OCaml, das ist in anderen funktionalen Sprachen nicht so. Patterns können nicht nur bei Match stehen, sie können auch bei Function stehen, was eine Abkürzung für Match ist. Wenn man eine Funktion f mit einem Parameter X's definieren will, und dann auf den X's Fallunterscheidung macht, dann kommt hier ein Pattern und dann das Ergebnis und eventuell weitere Patterns. Wenn man sich hier den Parameter X's sparen will und den Namen einfach nicht vergeben will, dann kann man statt diesem Match einfach Function schreiben. Die Funktion f hat weiterhin ein Argument, aber man muss ihm keinen expliziten Namen geben. Also Function ist nur eine Abkürzung für das hier. Für ein Match, was auf den letzten Parameter der Argumentliste matcht. Dort können also auch Patterns stehen. Des Weiteren können Patterns auch bei Let stehen. Und zwar genau dann, wenn es nur einen Fall gibt. Das heißt, wenn es eigentlich keine richtige Fallunterscheidung ist. Also wenn man p matcht gegen xy zum Beispiel, dann gibt es hier nur einen Fall und dann kann man dieses ganze Konstrukt ersetzen durch let xy gleich p in und dann kommt das Ergebnis. Diese zwei Ausdrücke sind bedeutungsgleich. Ein sehr intuitives Beispiel für Pattern Matching ist die Zerlegung einer Liste in zwei fast gleich lange Listen. Dafür braucht man nämlich mehr als einfach nur primitive Rekursion auf Listen. Also das Problem ist, eine Liste soll in zwei fast gleich lange Listen mit den gleichen Elementen zerlegt werden. Also alle Elemente der Ausgangsliste sollen in den beiden Ergebnislisten sein. Und wenn die Argumentliste eine ungerade Länge hat, dann soll genau ein Element in der ersten Liste des Ergebnisses mehr vorhanden sein als in der zweiten. Gesucht ist also eine Funktion, der geben wir mal den Namen Split. Die nimmt eine Liste und gibt zwei Listen als Paar zurück. Und wie gesagt, wenn die Ausgangsliste ungerade Länge hat, bekommt die erste Liste ein Element mehr.
Die Erstellung einer solchen Funktion mit Rekursion und Pattern Matching ist ziemlich einfach. Es sei also rekursiv definiert die Funktion split. Im Falle der leeren Liste sind beide Listen im Ergebnis leer, wenn die Argumentliste nur ein Element hat. Dann bekommt dieses Element die erste Liste, die zweite bleibt leer. Ansonsten beginnt die Argumentliste mit zwei Elementen, x und y, und danach kommt der Rest. Jetzt wird erst der Rest aufgespalten in x's und y's. Und zwar rekursiv mit split. Jetzt fehlen x und y noch. X kommt einfach zu x's hinzu und y zu den y's. Dann ist man schon fertig. Wenn man so Definitionen erstellt, muss man ein wenig aufpassen, damit keine Endlosschleifen entstehen. Das ist sicher dann der Fall, wenn die Größe der Argumentliste bei jedem Aufruf abnimmt. Also das hier ist die Argumentliste. Das ist der Rest um zwei kleiner und der wird hier beim rekursiven Aufruf von split als Argument übergeben. Und bei jedem rekursiven Aufruf wird die Liste also um zwei kleiner. Das heißt, bei gerader Länge muss die Liste irgendwann leer sein. Dann tritt dieser Fall ein, wo keine Rekursion mehr vorliegt. Und wenn die Liste eine ungerade Länge hat, dann tritt irgendwann dieser Fall ein und dann hört dort die Rekursion auf. In jedem Fall tritt keine Endlosschleife ein. Man sagt, dass so eine Definition terminiert, wenn die Berechnung nie in einer Endlosschleife enden kann. Dass ich die Funktion split als Beispiel für Pattern Matching ausgewählt habe, war kein Zufall. Sie dient auch der Erklärung eines neuen Prinzips, nämlich Teile und Herrsche, auf Englisch Divide and Conquer. Das ist ein allgemeines Prinzip zur Problemlösung. Und das erkläre ich jetzt. Dieses Prinzip besteht aus drei Schritten. Der erste Schritt: Zerteile dein Problem in kleinere Probleme der gleichen Art. Zweiter Schritt: Löse die Teilprobleme rekursiv. Und im dritten Schritt: Kombiniere die Teillösungen zu einer Lösung des Ausgangsproblems. Im Allgemeinen können diese Schritte natürlich beliebig schwierig werden. Da sind viele Sachen drin, die nicht explizit erklärt sind, wie zum Beispiel teilt man sein Problem auf. Oder wie kombiniert man die Lösungen der Teilprobleme wieder zu einer Lösung des Ausgangsproblems. Und als Beispiel kommt jetzt eben das Sortieren von Listen. Das Problem ist, eine Liste soll sortiert werden. Und das kleinste Element soll vorne stehen. Dann steht das größte hinten. Teile und Herrsche besagt jetzt: Erstens, zerteile die Liste in kleinere Listen und die Auswahl hier ist, dass man genau zwei Listen nimmt. Also zerteile die Liste in zwei
Teillisten. Der zweite Schritt lautet, sortiere die Teillisten rekursiv. Und der dritte Schritt ist, mische die sortierten Teillisten zu einer sortierten Gesamtliste. Da soll natürlich kein einziges Element verloren gehen. Und am Ende soll eine sortierte Liste stehen. Den ersten Schritt, den haben wir schon gelöst mit der Funktion Split. Die zerteilt genau eine Liste in zwei Teillisten. Den zweiten Schritt machen wir beim finalen Algorithmus und den dritten Schritt, und den kümmern wir uns jetzt erstmal. Also gesucht ist eine Funktion, die das Mischen übernimmt, auf Englisch Merge. Sie nimmt eine Liste und noch eine Liste, von der wir annehmen, dass sie sortiert sind, und sie gibt eine Gesamtliste zurück. Diese Funktion wird wieder rekursiv definiert. Also rekursiv Merge mit X und Y ist wie folgt definiert, mit Pattern Matching, und zwar gleichzeitig auf X und Y. Also bilden wir hier ein Paar und auf das matchen wir. Angenommen, X ist leer. Dann ist Y nach Annahme sortiert und taugt als Ergebnis. Denn X hat nichts hinzuzufügen. Andernfalls nehmen wir mal an, dass Y leer ist, dann kommt X raus. In den verbleibenden Fällen sind X und Y nicht leer, beginnen also jeweils mit einem X oder einem Y. Und in diesem Fall müssen wir was anderes machen. Nach Annahme sind diese Listen sortiert, also ist X kleiner oder gleich allen Elementen aus X und Y ist kleiner gleich allen Elementen aus Y. Jetzt soll das kleinste Element vorne stehen. Dazu muss man X und Y vergleichen, und wenn X kleiner Y ist, dann darf X vorne stehen. Den Rest der Liste erhält man, indem man wieder Merge aufruft. X kommt weg, da kommt nur noch X hin. Und Y muss da bleiben. Ansonsten ist Y kleiner gleich X. Das ist nur ein Kommentar. Und dann darf Y vorne stehen. Und den Rest sortiert man wieder rekursiv. Beziehungsweise den Rest mischt man wieder rekursiv. X bleibt stehen und Y kommt weg und fertig ist Merge. So, jetzt testen wir das mal. Also Split und Merge haben wir schon definiert. Split habe ich auch noch nicht getestet. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, zwei Listen kommen raus, die gleichen Elemente enthalten. Und die erste ist um genau 1 länger als die zweite. Und Merge, sagen wir mit 1, 3, 5, 2, 4. Diese Teillisten sind sortiert. Jetzt müsste eine sortierte Liste wieder rauskommen. 1, 2, 3, 4, 5. Das stimmt also. Mit den Hilfsfunktionen Split und Merge kann man nun Sort schreiben. Eine Funktion, die eine Liste so sortiert, dass das kleinste Element am Anfang steht und das größte am Ende. Also Sort hat den einfachen Typ, eine Liste wird abgebildet auf eine andere Liste mit den gleichen Elementen. Also, es wird rekursiv Sort definiert.
mit Pattern Matching. Die leere Liste ist bereits sortiert. Die einelementige Liste ist auch sortiert. Und in allen anderen Fällen nehmen wir den Parameter mal Sets. In diesen Fällen spalten wir diese Liste auf in die X's und die Y's mit Split. X's und Y's sind die Teillisten, die sollen rekursiv sortiert werden, also Sort X's, Sort Y's. Und dann mischen wir sie einfach mit Merge. Und das ist der fertige Sortieralgorithmus. Das wird jetzt auch mal getestet. Also mal ein paar Zahlen zufällig auf dem Keyboard zusammengesucht. Da muss rauskommen 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Ah, das stimmt doch. Okay, das war schon die Implementierung des Sortierens mit Hilfe des Prinzips Teile und Herrsche. Explizit Teilungsschritt und das Zusammenfügen der Lösungen. Zum Schluss noch einmal zurück zum Pattern Matching. Ein Wert wird durch Patterns so zerlegt, wie er hätte durch Konstruktoren entstehen können. Diese Konstruktoren kann man selbst wählen, wenn man einen Typ selbst definiert. Als erstes will ich selbst einmal Listen definieren und Map darauf implementieren. Also Typdefinitionen fangen mit Type an. Danach kommt der Name für den Typ, zum Beispiel MyList. MyList soll einen Typparameter haben. Typparameter fangen immer mit so einem Hochkomma an. Nicht zu verwechseln mit dem hier. Das muss schon dieses sein. Dann kommt das Ist gleich und dann kommt die Liste der Konstruktoren, immer getrennt mit solchen senkrechten Strichen. Für Listen braucht man die leere Liste. Die nenne ich mal myNil. Dann wieder senkrechter Strich und der Konstruktor cons. myCons, der bekommt jetzt Argumente. Argumenttypen muss man in Typdefinition hinschreiben mit off. Und danach kommt ein Typargument. Und das ist hier ein Paar. Einmal ein Element vom Typ A und einmal eine Liste vom Typ A. Also wieder eine MyList. Wieder oben. Also rekursiv ist ohne Rec in Typdefinitionen möglich. Diese zweite Deklaration besagt, dass MyCons folgenden Typ hat. A mal A MyList nach A MyList. Dieser Ergebnistyp der Konstruktoren, der versteht sich immer von selbst. Deswegen schreibt man nach dem off nur die Argumenttypen hin. Also diesen Tupeltyp. Und MyNil hat natürlich den Typ A MyList. Weil es kein Argument hat, bekommt es auch nicht so einen Funktionstyp. Aber wie gesagt, in OCaml muss man alle Argumente zu Konstruktoren immer explizit hinschreiben. Okay, nun mal die Benutzung von so einem Datentyp, und zwar in der Definition von Map. Und zwar MyMap. F, das ist die Funktion, die überall angewandt werden soll. Und jetzt rekursive Definition. Angenommen, die Liste ist durch myNil entstanden. Dann bleibt myNil. Ansonsten ist die Liste mit myCons entstanden. Als Argumente hat es zum Beispiel ein x und ein x's. Dann muss man f auf x anwenden und rekursiv map f
auf die x's anwenden. Und dann hat man auf seinen eigenen Listen Map definiert. Natürlich hat man da nicht diese schönen syntaktischen Geschichten, wie diese Listensyntax, die hat man dann für seine eigenen Listen nicht. Die eigenen Listen sehen dann eher etwas komisch aus. Ein kleiner Testlauf. X wird abgebildet auf x mal x. Und jetzt schreiben wir hier eine Liste hin. myCons2, myCons3, myNil. Man sieht schon, das wird alles etwas länglich. Aber es kommt das Richtige raus. 2 quadriert ist 4, 3 quadriert ist 9. Und die Liste ist noch gleich lang. So, noch ein letzter Typ für heute. Der Typ Option. Der kam bisher noch nicht vor, glaube ich. Und deswegen definiere ich ihn hier einfach mal. A-Option hat genau zwei Konstruktoren. None. Und dazu gebe ich gleich mal eine Interpretation, die da heißt, es liegt kein Ergebnis vor. Zweiter Konstruktor ist sum und der hat nur ein Argument und das ist vom Typ A. Und den kann man lesen als es liegt ein Ergebnis vor und es ist, und das ist das, was beim Argument dann steht. Wofür kann man sowas brauchen? Zum Beispiel ganz einfach bei sowas wie einer sicheren Division, die Berechnung nicht abbricht. Also es sei divide Argumente x und y. Der kritische Fall tritt ein, wenn y gleich 0 ist. Falls y gleich 0 ist, dann kommt none zurück. Kein Ergebnis ist auch ein Ergebnis. Ansonsten kommt sum x durch y raus. Also divide 3, 0, da bekommt man none. Wenn man einfach nur 3 durch 0 teilt, bekommt man eine Exception und die Berechnung bricht ab. None ist im Gegensatz zu einer Exception wieder ein richtiger Wert, den man ganz regulär benutzen kann. Man kann darauf Pattern Matching machen und man kann damit weiterarbeiten. Bei einer Exception brechen unter Umständen noch andere Berechnungen, die das Ergebnis der Division benötigen, auch noch ab. Es gibt allerdings noch nützlichere Anwendungen vom Option-Datentyp. Zum Beispiel eine Funktion Lookup, die in einer Liste nach einem bestimmten Element sucht. Also rekursiv definiert Lookup. Und dazu braucht man eine Eigenschaft, mit der man bestimmen kann, welches Element gemeint ist. Diese Eigenschaft soll P heißen und die hat so einen Typ wie A nach Bool. Das zweite Argument ist einfach eine Liste, die wird gleich wieder auseinandergenommen mit Pattern Matching. Im Fall der leeren Liste kann man nichts finden. Eine leere Liste enthält nichts, also muss none zurückkommen. Ansonsten steht ein x vorne und falls x diese Eigenschaft erfüllt, also falls px, dann ist x das, was wir suchen. Ansonsten muss in x's weitergeschaut werden. Das heißt, lookup px's. Wieder testen. Und sagen wir mal, p
von x ist x modulo 2 ist 0. Das heißt, nichts anderes, p ist true genau dann, wenn das Argument p von x ist true genau dann, wenn x gerade ist. P von 0 ist true, p von 3 ist false. Jetzt schauen wir mal, ob Lookup wirklich in so einer Liste ein gerades Element finden kann. Und es findet die 6. Wenn hier hinten noch eine weitere gerade Zahl kommt, die wird ignoriert, es wird immer nur das erste zurückgegeben. Und wenn keine geraden Zahlen drin sind, dann kommt None raus. Für solche Aufgaben kann man den Option-Datentyp auch benutzen. So, mehr über neue Datentypen kommt in folgenden Tutorien. Insbesondere sind noch Binärbäume und Lambda-Terme geplant. Und bis dahin erstmal danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Selbstausprobieren.